Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach. Heute bereits am Mittwoch, eine wunderschöne Wochenmitte wünsche ich euch. So, ne? Für alle die nicht mehr dran gedacht haben, Good News vom Werner. Montag ist Feiertag. Montag ist Feiertag, zumindest bei uns. Also da kann man schon mal ein bisschen besser drauf sein, ne? Und zack, schlagartig ist die Stimmung gestiegen. Wunderbar. So, meine Stimmung ist auch extrem gestiegen, als ich einen Kommentar gelesen habe vom gestrigen Video. Und der hat mir sehr gut gefallen und deswegen werden wir das jetzt auch so machen. Und zwar war das vom lieben Maschira. Der LS Maschira ist ja ein Kommentarmoderator hier auf dem YouTube-Kanal. Und der hat geschrieben, Werner, nimm doch einfach den Tisch. Da haben wir gedacht, falsches Let's Play oder was meint er jetzt? Und dann haben wir nochmal ein bisschen genauer gelesen. Ja, ne, den Tisch, wo du eben die Ballen drauf machen kannst. Und da haben wir gedacht, aha, das habe ich ja komplett vergessen. Den haben wir ja auch noch, den Tisch, ne? Der Tisch ist praktisch so eine Art Förderband. Sagen wir Förderband dazu. Und mit dem machen wir es. Das heißt, wir werden jetzt alles, was wir haben, zu Ballen pressen, diese Ballen einlagern hier. Gegebenenfalls dann. Und dann werden wir uns den Tisch holen. Den holen wir uns jetzt, den Tisch, warte. Der müsste, glaube ich, an diese Seite ran. Und mit dem Tisch können wir dann wunderschön Ballen schrettern oder Ballen zu Pellets formen. Ne? Sagen wir es mal so. Und das ist eigentlich eine richtig geile Idee, weil wir dann nicht stundenlang warten müssen, sondern einfach immer wieder mal so ein Bällchen reinschubsen müssen und das passt dann schon. Weißt du? So, ich war zu weit weg, glaube ich, oder? Kann man nicht vorstellen, dass ich in der falschen Seite bin. Haben wir doch gedacht. So, Tisch ist aufgeladen. Wunderbar. Wenn ich den ausklappe, wo klappt er hin? Okay. Und wo ist der Auswurf? Auch dahin. Okay, der läuft. Dann machen wir das jetzt aber so, dass wir den so hinstellen. Muss mal die Gabel vorne wegpacken. Ey. So, warte mal. Gib mal einen Moment. Erstmal so, ne? Und dann machen wir noch den hier. Ne, nicht den hier, sondern den hier. So. Ready, ready, ready. Okay. Gut. Wo ist der nächste Patient? Hier. Genau. Hier haben wir fertig gedroschen. So war es nämlich gewesen. Und jetzt müssen wir schauen, hier unten ist noch was reif, ne? Da fahren wir gleich mal hin. Wir werden jetzt den Anhänger einfach so unten hinstellen, unter das Förderband, und werden den Fendt dann dafür verwenden, dass wir hier ein bisschen, wie nenne ich's? Dass wir hier ein bisschen schwaden. Das war nämlich die Idee dahinter, zu schwaden, während, hier ist noch so ein Stumpfen. Hey, ich drück doch, jetzt geht's, oder? Ja. Dass wir jetzt schwaden und dann werden wir Ballen pressen wie die Wahnsinnigen. Also manchmal ist es zwar auch ein bisschen buggy hier, ne? Also muss ich die richtige Position finden hier. So, jetzt fahren wir hier mal die Bahn runter, ne? Beziehungsweise werde ich ihn da vorne damit Helfer fahren lassen. Damit wir weitermachen können. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der Drescher einfach mega geil ist. So, komm mal rum hier. Oh, der Werner hat das Schneidwerk unterschätzt. Eieiei, das Stroh wird da irgendwo im Gras, ne? Oh Mann, ey. So. Warum kann ich hier kein großes Fenster haben? Danke. Links, Kreisfahrt aus, läuft. Have fun, my friend. So, next one. Oh, der Weidemann, ne? Der Weidemann, der ist schon ein Schnuckeputz. Da hier ist ein Häcksler, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir heute wahrscheinlich auch nicht. So, warte mal. Jetzt werden wir den Anhänger mal drunter stellen. Da wird er schon mal den Fendt frei haben, ne? Und dann holen wir uns nochmal unseren mega, über, duper, drüber Schwader. Der ist echt cool. Und werden dann einfach mal ein bisschen schwaden gehen. Sollte reichen. So, das heißt, wir können dann von der anderen Seite die Ballen reinschubsen. Weißt du? Das war die Idee dahinter. Sehr klug. Wirklich sehr, sehr klug, Herr Marschierer. Muss ich ehrlich sagen, wäre ich nicht drauf gekommen. Also, wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. So, aber wo ich schon drauf gekommen bin, ist, wo mein Schwader steht. Ne? Muss das auch mal so sagen. So. Weiter geht die wilde Fort, ne?
So, jetzt hoffe ich halt, dass oben dann auch bald die Felder reif werden, weil langsam wird es knapp mit den vorhandenen Feldern noch, die wir noch machen müssen, ne? Wir fahren es aber mal geradeaus. Weil wir können ja eigentlich nonstop Strohballen pressen, ne? Oder auch Heuballen mit diesem Tisch. Wenn du das Zeug im Lager hast, oder wenn du das Zeug im Hof hast, so muss man es formulieren, dann kannst du es ja immer wieder mal machen. Du kannst den Ballen rauslegen vom Ballenlager, mit dem Scorpion schön ran, zack, hoch, drauf, läuft. Weißt du? Ist eigentlich ganz easy going. So, wie viel schaffen wir? Zwei Bahnen? Mehr als die zwei Bahnen gehen, glaube ich, nicht. Mehr als zwei Bahnen. Oh, oder? Ja, der Drescher hat schon eine Arbeitsbreite, das muss man einfach mal so sagen, ne? Aber ich glaube, mehr als zwei gehen nicht. Ne, mehr als zwei ist unrealistisch. Okay, dann machen wir die zwei rein. Mit dem Ballenpressen sehen wir natürlich. Ja. Aber warte mal, Werner, mach doch keinen Quatsch jetzt. Wenn man jetzt nochmal genau drüber nachdenkt, ne? Ist doch einfach schon wieder Blödsinn, was ich hier mache. Weil ich könnte doch die Ballenpresse. Könnte ich doch mit vollem Mod dahinter fahren lassen. Da tut doch gar kein weh. Weil jetzt werden sowieso nichts. Jetzt werden sowieso keine Dinger produziert. Ne? Jetzt werden sowieso keine Pellets gemacht von der Primus. Die können wir ganz gut hier stehen lassen. Werden. Yo, Werner, also. Das war jetzt wieder meine Idee. Ne? Das war jetzt nicht die vom Marschierer. Weil dann haben wir gleich alles, weißt du? Dann haben wir gleich alles. Dann müssen wir nochmal die Ballen nach Hause bringen und zack, zack, läuft. Ne? Derweil wird es noch geerntet und das geht alles ein bisschen schneller voran. Zwar haben wir dann am Hof mehr Arbeit, aber das ist ja Arbeit, die ich zum Beispiel sehr gerne mache. Ne? So, das heißt, wir schalten die jetzt ein. Genau, wir schalten die ein, fahren selber mit dem Schwader. Das Gute ist auch, wenn wir eine starke Maschine vorhaben, dann kannst du das Ding wirklich schnell fahren. Ne? Also diese Krone Big Bag, die kannst du dann auch richtig flott fahren. Also wirklich flott. So, hier haben wir noch ein Büschelchen, das würde ich gerne mitnehmen noch, weil das ist halt auch schon wieder so ein halber Balle, ne? So, das war mir wichtig, dass wir das Büschelchen noch mitnehmen hier. Ich glaube, dass wir da ein bisschen effizienter arbeiten gerade. Oder was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde das so. Wir haben beides jetzt gemacht. Ne? Natürlich kannst du auch mit der Primus am Feld fahren, klar. Das Ding ist halt einfach lahm. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist einfach lahm. Ne? Nicht Philipp lahm, sondern das Ding ist einfach lahm. Deswegen fahren wir hier mal flotti. Machen wir eine Bahn? Ja, guck mal, da kommt doch. Oh, der muss aber langsamer fahren als wir, ne? Wie schnell fährt er? Ich fahre 20 fast, oder? Ne, warte mal, der fährt doch auch 20. Yo, der fährt schneller als ich. Okay, da muss noch ein bisschen. Okay. Challenge accepted. Lass mal hier das Feld fertig machen auf die Schnelle, weißt du? Da unten fährt der Drescher, also das läuft ja auch, ne? Oh Gott. Jetzt müssen wir noch gucken, du musst ein bisschen länger geradeaus fahren und hoffen, dass kein Auto kommt und jetzt guck mal. Der macht das aber tadellos, ne? Ja, es sind die kleinen Ideen, ne? Die sehr viel bewirken können. Das läuft gut, oder? Bin grad ein bisschen begeistert. Das ist eben auch das, was ich meine, ne? Es glauben immer viele Leute, ja, schreibt einen Kommentar und juckt doch eh keinen. Das stimmt doch gar nicht. Guck mal, wenn ich die Kommentare nicht lesen würde, dann würde man jetzt gerade das nicht machen. Das würde man einfach nicht machen gerade. Sehr, sehr cool. Fahren noch ein bisschen weiter geradeaus. Und dann fahren wir hier so hoch. Ja, der hat uns jetzt angeholt, ne? Da hat er uns jetzt eingeholt, der Schlingel. Nee, mehr als zwei Bahnen gehen nicht. Ich wollte es jetzt gerade nochmal testen, aber mehr als zwei, das geht nicht. Da ist der Schwader wieder zu klein. Wobei, wir reden gerade also von klein, aber es ist eigentlich nicht klein. Fahren wir ein bisschen in Innensicht, ne? Ach, ist mir jetzt eigentlich auch egal, ob der Helfer den vollen Kontakt hat. Ja, gut, wir könnten springen. Also wir könnten kurz hin und her springen, weil es wird nichts kaputt dadurch. Weil das Ding fährt einfach dem Fendt hinterher
Und wenn der Fan einen falschen Kurs fährt oder wenn der Fan stehen bleibt, dann bleibt der Case auch stehen. Punkt. Ne? Wir machen es aber so, wir fangen jetzt oben, oder? Ja. Vorne ist noch ein Schwad, habe ich gerade gesehen. Komm, dann lass mal hier reinfahren. Das wird jetzt, da wird jetzt was stehen bleiben, weil ich falsch reingefahren bin. Nee. Hat er gut gemacht, ne? So, jetzt haben wir da aber wirklich in 0, nix das Feld bearbeitet. Also nicht bearbeitet, sondern das Zeug runtergeholt, ne? Das ist echt cool. So, nehmen wir das jetzt noch mit. So, dann können wir eigentlich hier so rüberfahren. Ich höre halt so den Case-Motorsound höre ich halt im Nacken, ne? Weil ich jetzt kein Problem mit habe. Aber auch für solche steilen Passagen ist der Case halt auch optimal gemacht. So, wie machen wir das jetzt am besten da vorne? Ich würde ja sagen, dass wir da ein bisschen spitz das Ganze nimmt. Auf die Gefahr hin, dass jetzt vielleicht was stehen bleibt. An der Ecke oben, aber wir machen das jetzt so, weil hier haben wir dann auch zwei Bahnen, weißt du? Dann müssen wir noch einmal zurückfahren und dann sind wir für die Felder fertig, auf alle Fälle. Boah! Geht. Alles gut. Ich habe gedacht, es geht sich nicht aus, aber es geht sich aus. Okay, ja, so geht's auf alle Fälle schneller. Es haben auch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, ich soll mal gucken, dass ich meinen Kredit wieder zurückbezahle. Was ich natürlich auch mache. Oder wie viel habe ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe momentan. Warte, wir gucken gleich mal nach. Aber wir gucken jetzt nach, wir haben ja Zeit. Also ist eigentlich nicht so schlimm, ne? 55, komm, den lass mal, zahlen wir den zurück. Weg. Das wie nie was gewesen wäre, ne? Schuldenfrei. Wieder einmal schuldenfrei. Nee, ihr habt auch recht, weil auch wieder jemand geschrieben hat, nicht wieder Schulden ansammeln bis zu 800.000. Geht sowieso nicht mehr, weil ich ja die Bank auf Hagenstedt rausgenommen habe. Ja, da habe ich ja keinen Bock mehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Dass ich da nochmal so in Bedrängnis komme. Und deswegen habe ich die Bank auf Hagenstedt rausgenommen und kann jetzt nur mal bis maximal 300.000 Kohle rausholen. Ne? So, wir bleiben kurz stehen hier. Weil... Komm, wir machen mal ganz fix. Ja, der fährt ja hinterher. Den können wir jetzt nochmal abladen hier. Oh, die Zeit, ne? Weil dann macht er das nächste Feld derweil fertig, während wir hier arbeiten. Kommst du rum? Kommst du rum? Yes! Und ihr dürft ja nicht vergessen, im Hintergrund laufen immer noch Sachen, ne? Im Hintergrund werden ja Schweine gezüchtet, Kompost produziert, Saatgut produziert und so weiter und so fort. Also, wir haben ja keinen Stillstand hier bei uns. So, wir müssen weiter. Du musst jetzt ein bisschen Gas geben, Herr Kollege, weil da unten kommt der nächste schon wieder. Aber das ist auf alle Fälle ein System, wo man aufbauen kann. Bin ich ganz klar der Meinung. Da kannst du auf alle Fälle aufbauen auf das System hier. Kommt hinterher, sehr schön. Weil jetzt, natürlich hätten jetzt wieder ein paar sagen können, ja Werner, du fährst jetzt hier einmal eine Bahn runter und schwadest zwei Bahnen auf eine Bahn. Aber du fährst ja dann trotzdem nochmal runter. Ergo bist du die Strecke zweimal abgefahren und hättest auch gleichzeitig mit dem Ballenpresse abfahren können, ne? Klar, dann haben wir uns nichts gespart, aber... Mit der Methode, die wir jetzt anwenden, haben wir uns auf alle Fälle den Weg gespart. Weil wir machen gerade 2 in 1. Ne? Wir schwaden und wir pressen. Das ist schon sehr, sehr cool eigentlich. Ich hätte hier vielleicht ein bisschen Vorgewende machen können, weil da wäre es ein bisschen cooler gewesen, aber gut. Kann ich alles haben im Leben, nicht? Nimmt er das so mit? Ja, er nimmt das halt richtig gut mit, ne? Okay, wir werden da morgen auch noch dran sein. Das ist aber gar nicht so schlimm. Weil ich sehe tatsächlich morgen, dass dieses Feld hier fertig ist, das nächste Feld da vorne auch fertig ist und dass wir vielleicht vom großen Feld schon die Ballen runternehmen mit dem Autoloader fix. Das können wir auch noch flott machen morgen. Und dann habe ich keinen Traktor mehr frei, weil dann könnte ich eigentlich schon mit der Feldbearbeitung von den anderen zwei Feldern hier rechts beginnen. Aber da fehlen uns die Maschinen. Da fehlen uns die Maschinen. Das ist einfach so. Da brauchen wir auch nicht rummimimien. Das ist einfach so. Und da müssen wir halt was gegen tun. Weil das ist jetzt schon öfter der Fall gewesen, dass uns Maschinen fehlen. Also auf lang oder kurz müssen wir uns da was überlegen, weil kann auch so ein kleiner Popeltraktor sein. Blöd gesagt jetzt. Weil ja sowieso es so ist, dass zum Beispiel zum Anhänger zieht, brauche ich jetzt kein 500 PS Monster, ne? Aber das können wir morgen nochmal besprechen. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat. Vielen, vielen Dank an den Marschierer für diesen geilen und hilfreichen Kommentar.
Und danke auch fürs Zuschauen und bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.